Ich habe es in meinen Videos schon oft gesagt, ich liebe Eastern. Und ein quasi Subgenre der Eastern, das ich ganz besonders schätze, ist Bruce Sploitation. Und da ist die Pranke des Leoparden wahrscheinlich eines der absoluten Vorzeigeexemplare. In erster Linie mit Bruce Lee besetzt, hat der Film doch tatsächlich auch Archivmaterial von Bruce Lee. Und das reicht natürlich, um seinen Namen riesengroß aufs Cover zu klatschen. Ich muss allerdings sagen, dass auch wenn ich mir auf den ersten Blick gedacht habe, die Platinum Cult Edition war bis jetzt eigentlich in erster Linie den 90er Actionfilmen vorbehalten, mit Leuten eben wie Van Damme, Dudikoff, Lundgren und so weiter. Aber ich war ein bisschen skeptisch, ob der Film in die Reihe passt, aber einerseits finde ich das Cover diesmal großartig gemacht und andererseits, ganz ehrlich, Eastern und Bruce Sploitation passt für mich in jede Reihe. Ich mag dieses Cover, ich mag die Energie, die von dem wunderschön gezeichneten Bruce Lee in der Mitte da ausgeht. Ich mag aber irgendwie in dem Fall auch die Tatsache, dass der nicht das komplette Cover einnimmt, sondern dass die beiden anderen Charaktere links und rechts von ihm einen Teil vom Bild spendiert bekommen haben. Das Ganze passt, finde ich, auch wirklich toll zu diesem gewohnten Holo-Papier-Look der Platinum Cult Edition. Natürlich oben und unten mit den gewohnten Bannern. Natürlich diese wie gewohnt auch geprägt. Ich habe mir den Film leider noch nicht komplett anschauen können, aber ich habe reinschauen können und bin mit der Bildqualität der Blu-ray auf jeden Fall sehr zufrieden. Die Schärfe, die da geboten wird, ist für einen Eastern aus der Zeit und mit dem Alter auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Außerdem, was ich bei den Vorstellungen der PCE nicht oft genug sagen kann, ist, dass es absolut großartig ist, dass die Reihe, und ich zeige jetzt einmal da beide, die heute dabei sind, nebeneinander, dass wirklich alle Elemente auf dem Spine genau gleich ausschauen, dass die Machart der Reihe, die Verpackung und so weiter immer gleich geblieben ist und dass die Editionen, auch wenn mittlerweile die Keep Cases dadurch, dass 4 Discs enthalten sind, teilweise etwas dicker sind, stört mich das gar nicht und es passt alles tiptop zusammen. So finde ich es auch sehr fein, dass das Backcover von dieser Box nach wie vor das Design von den ersten Teilen aufrechterhalten hat. Ehrlich gesagt, die Platinum Cult Edition kann meines Erachtens nach gerne wesentlich länger weiterrennen. Ist sie zwar leider nicht mit irgendeiner ganz besonderen Verpackung bedacht, aber wie die Trash Collection finde ich eine der schönsten einheitlichen Reihen, die ich aktuell in meiner Sammlung habe. Und ich freue mich auch noch aus einem anderen Grund darauf, dass die darüber, dass die Pranke des Leoparden in der PCE erschienen ist. Die Alternative, der erste Release von dem Film, nämlich das Cover könnte man erkennen, wäre ein Mediabook von Inked Pictures. Und ich glaube, wir wissen alle, wie gerne ich von Inked Pictures etwas kaufe. Da hätte ich sogar auf einen der Filme aus meinem Lieblingsgenre freiwillig verzichtet, bevor ich dort einkaufen muss. Also, vielen Dank, dass das Ganze auch in einer Reihe erschienen ist, die ich gerne sammeln und die ich unter Anführungszeichen sammeln darf. Im Inneren dann ein alternatives Cover, hier natürlich mit dem gezeichneten Bruce Lee vom Schuber-Cover auch noch vorne drauf. Das Ganze sieht wirklich relativ cool aus. Irgendwie diese Collage ausgezeichnet und Fotostills daneben einfach viermal hingeklatscht, finde ich auf diesem Kinoplakat gleichermaßen wild, gewagt, aber auch irgendwie leiwand. Das Backcover genauso wie auf dem Schuber. Und im Inneren bekommen wir dann einerseits die Discs und andererseits fliegt uns ein bisschen was entgegen. Das eine ist eben am Anfang, ich habe es schon erwähnt, der Sammelcoupon, 10 Stück davon sammeln und man kann sich direkt bei DigiDreams eine gratis PCE holen. Immer noch eine geniale Idee. Außerdem gibt es etwas Werbung bzw. das Booklet zum Release wieder mit angereichert mit Aushangfotos. Bist du deppert? Das ist auch ein wirklich geiles Bild. Hier einmal der Überblick über die ganze PCE. Bei mir steht sie ja vollständig im Regal. Die nächsten Teile, mittlerweile sind wir ja tatsächlich vollständig bis zur Nummer 33. Als nächstes kommen dann Black Tiger, Extra und Blast. Freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, sie lassen nicht allzu lange auf sich warten.
Herrliche Bilder, ganz ehrlich, super. Auch im Inneren ist dann, wir werden es gleich sehen, wenn ich die Discs entfernt habe, einmal die Blu-ray und die DVD mit dem Film und demselben Motiv vorne drauf, wie auf dem Cover, beziehungsweise eben auch hier auf dem Keepcase in der Version mit dem großen FSK-Logo. Außerdem gibt es noch eine Bonus-Disc, wo dieses geniale Postermotiv drauf ist. Eine wirklich coole Sache von mir als Eastern-Fan gibt's da auf jeden Fall ein großes, fettes Dankeschön, dass der Titel in der Reihe erschienen ist. Und ich hoffe, ganz im Ernst, dass es nicht der letzte Eastern, beziehungsweise ich sage zumindest einmal breiter gefächert asiatische Kampfsportfilm ist, den wir in der PCE zu sehen bekommen.